Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht's um den Nagelpilz. Ja, ich werde zu wenigen Themen so oft gefragt wie zum Nagelpilz. Tatsächlich ein Thema, das sehr, sehr viele betrifft, mehr als man denkt. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Es kann die Fußnägel betreffen oder die Fingernägel. Entscheidend ist zunächst mal, dass man wirklich abklärt, ist es auch wirklich ein Pilz? Das kann der Hautarzt in der Regel abklären durch Proben, die er nimmt von dem Gewebe. Denn es gibt auch die sogenannte Nagelpsoriasis oder es gibt die Problematik mit dem diabetischen Nagel durch Unterversorgung des Gewebes. Also es kann sein, dass es andere Ursachen noch gibt als Pilz. Aber wenn es denn der Pilz ist, dann ist es tatsächlich eine sehr schwierige und hartnäckige Geschichte, das Ganze vernünftig in den Griff zu kriegen. Gleich vorab, wir haben ein Handout gemacht, wo wir all die ganzen Informationen, vielleicht sogar noch mehr, als ich jetzt hier heute erwähnen kann, zusammengefasst haben. Das könnt ihr in unserer Akademie kostenlos runterladen. Und der Link dazu ist hier unterm Video. Und für alle, die dies also lieber schriftlich in der Hand haben, gleich dahin, holt euch das Ding, dann könnt ihr es euch in Ruhe durchlesen. Dann als nächste Information, bei all den Menschen, die Nagelpilzprobleme haben, die schon ein höheres Alter haben oder wo der Nagel zu mehr als 3/4 befallen ist oder wo viele Nägel befallen sind. Ihr könnt eigentlich gleich ausschalten, weil hier gibt es so gut wie keine Lösung mehr. Das heißt, und ich spreche hier aus der Erfahrung von über 15 Jahren Praxis mittlerweile mit vielen, vielen Patienten. Und diese Erfahrung teile ich nicht alleine, sondern das ist auch die Erfahrung, die viele andere Therapeuten und Ärzte haben, wenn es um die Behandlung von Nagelpilz geht. Das heißt, wenn der Nagelpilz einen Nagel betroffen hat, vielleicht einen zweiten Nagel, und es ist nur ein kleiner Teil vom Nagel betroffen, dann sind die Chancen ziemlich gut, das Ding in den Griff zu kriegen. Grundsätzlich ist wichtig bei der Nagelpilzbehandlung, es dauert. Es ist nichts, was innerhalb von 2 Wochen erledigt ist. Ihr müsst hier in Monaten denken, manchmal sogar in Jahren. Also es braucht eine ständige, konsequente, tägliche Disziplin, um einen Nagel in den Griff zu kriegen. Und dann sind die Strategien in der Regel einmal die schulmedizinischen, dann gibt es die alternativmedizinischen und es gibt so ein paar allgemeine Regeln, die man beachten sollte. Fangen wir mal an mit den schulmedizinischen Regeln. Wenn ihr zum Hautarzt geht, kriegt ihr in der Regel für den Nagel entweder einen Nagellack, da gibt es verschiedene Wirkstoffe, und eine Feile, die ist oft in diesen Nagellacksets mit drin. Oder ihr kriegt Tabletten zum Einnehmen. Wir raten von diesen Tabletten eher ab, denn es zeigt sich, dass sie durchaus schädlich sein können für den Gesamtorganismus. Es wird auch geraten, Leberwerte immer wieder zu kontrollieren. Also diese Tabletten sind heftig, können tatsächlich der Leber schaden, können dem Mikrobiom im Darm schaden und sind nicht erfolgsversprechend mit einer großen Garantie. Da gibt es andere Möglichkeiten, die wahrscheinlich besser funktionieren. Wenn ihr damit arbeitet, ist das die Grundarbeit die gleiche, wie ihr auch bei der Alternativmedizin habt. Ihr müsst den Nagel vorbereiten. Das heißt, der Nagel muss abgeschliffen werden. Die Nagelplatte, also das Harte am Nagel, muss soweit es geht zurückgeschnitten werden, runtergeschliffen werden. Alles, was irgendwie krümelig ist, muss unter dem Nagel weggemacht werden. Es ist nicht verkehrt, eine medizinische Fußpflege zu Hilfe zu nehmen. Na, diese Damen und manchmal auch Herren sind da mega gut ausgebildet, können das professionell machen. Als initiale Lösung wäre das gut. Ihr müsst euch dort nicht schämen. Das Thema Nagelpilz ist dort ein gängiges Thema. Die sind dort geschützt, die haben entsprechende Schutzmaßnahmen, dass sie selber nicht vom Pilz irgendwie was abkriegen. Also ihr müsst keine Scheu haben. Medizinische Fußpflege ist dafür geeignet, eure Nägel für die Behandlung vorzubereiten, wenn euch das selber zu aufwendig ist. Dennoch solltet ihr zu Hause ein bisschen was haben, mit dem ihr den Nagel immer wieder schleifen könnt. Entweder wirklich eine Feile oder es gibt auch so professionellere Sets, die man sich besorgen kann, wo man dann so ein Gerät hat, mit dem man den Nagel abfeilen kann. Entscheidend ist, dass ihr die Feile oder den Aufsatz für fürs Schleifgerät immer wieder gut reinigt oder vielleicht sogar einfach austauscht, damit ihr nicht euch reinfiziert. Ein großes Thema bei Nagelpilz, die Reinfektion. Okay, Nagel vorbereiten. Wenn der Nagel vorbereitet ist, dann heißt es tatsächlich, wenn ihr mit den Nagellacken arbeitet, Nagellack auftragen, einziehen lassen, so wie es in der Beschreibung steht, und das über viele Wochen und Monate hinweg mit entweder gutem oder schlechtem Erfolg. Wenn ihr alternativmedizinisch denkt, dann ist es so, man weiß, es gibt bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel Essig und Essigessenz. Es ist sehr gut, die Füße in Essig zu baden, mehrmals die Woche, und mit Essigessenz aufzutragen. Das sorgt dafür,
dass das Milieu sauer wird um den Fuß rum und da gedeihen Pilze nicht so gerne. Das zweite, was wichtig ist, ist verschiedene Öle. Ja, Teebaumöl, Oreganoöl, Leinöl, Kokosöl. Es gibt grundsätzlich, man muss das nicht alles anwenden, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Ölen zu arbeiten. Wir persönlich raten ja dazu, mit dem Praxis Family System, das wir auch in der Akademie anbieten, das Testen zu lernen und dann selber zu testen, was braucht mein Nagel. Schulmedizin, Alternativmedizin, welche von diesen ganzen Mitteln, das ist am besten, da seid ihr dann am klarsten mit. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr arbeitet mit DMSO in Verbindung mit diesen ganzen Stoffen. Also ihr könnt zum Beispiel diesen Nagellack mit DMSO zusammen anwenden oder bestimmte Öle mit diesem DMSO zusammen anwenden. Warum? DMSO ist in der Lage, in die Nagelplatte mit einzudringen. Übrigens auch da, es gibt bestimmte Stoffe, ja, zum Beispiel Harnstoff, 40-prozentigen, den kriegt man, glaube ich, nur vom Arzt verschrieben, weil es so hoch dosiert ist. Aber der ist in der Lage, den Nagel und die Nagelplatte etwas poröser zu machen und aufzulösen, damit die Stoffe besser in den Nagel eindringen können. Also das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, zusätzlich dran zu denken und den Arzt vielleicht darauf hinzuweisen, hey, kannst du mir das verschreiben? Dann ist es so, was ihr machen könnt, ist ozonisiertes Olivenöl, wirkt sehr, sehr gut. Wir haben Riesenerfolge mit dem Clean Slate von der Firma Root. Da gibt es so viele tolle Berichte, wo Leute einfach das Clean Slate draufträufeln, auf den vorbereiteten Nagel natürlich, und da einfach über viele Wochen hinweg dafür sorgen, dass der Pilz verschwindet. Man darf nicht vergessen, Pilze ernähren sich gerne unter anderem von Schwermetallen und Schadstoffen. Wenn ich also was habe, was diese Schadstoffe dort wegnimmt, lokal, dann ist es so, dass dann der Pilz auch keine Nahrungsgrundlage mehr hat und deswegen verschwinden kann. Dann gibt es andere Varianten, wo man arbeiten kann mit Laser. Ist es wieder eher schulmedizinisch, wo man versucht, mit dem Laser daran zu gehen. Mehr oder weniger vielversprechend. Was nicht zu empfehlen ist, sind die ganz alten Methoden wie Nagelreißen, Nagelziehen. Ist nicht so schlau, das zu machen. Und sehr, sehr gut ist auch noch spannenderweise Vic Vaporub. Mit Vic Vaporub, wahrscheinlich ist der Kampfer darin das Mittel, das die Wirkung macht. Vic Vaporub ist ja das, was man eigentlich bei der Erkältung nimmt und auf den Brustkorb schmiert. Und das kann man auch machen. Und man muss dann immer mit einem Pflaster arbeiten und es quasi den ganzen Tag mit so einem Pflaster umwickeln. Das kann der Haut nach einer gewissen Zeit Probleme bereiten. Wenn ihr über Monate hinweg immer den Fuß im Pflaster habt, dann, oder den Zeh, dann kann das unter Umständen sein, dass der irgendwann anfängt, wund zu werden an diesen Stellen. Also es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was zu tun ist. Ihr findet sie alle in diesem Handout, das wir haben. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, es gibt Varianten, die gut funktionieren, je nachdem, in welcher Abfolge man das macht. Die allgemeinen Regeln, wenn ein Nagelpilz da ist, die allgemeinen Regeln sind, dass ihr Luft an den Fuß drankommen lassen müsst. Der darf nicht ständig feucht sein. Ihr müsst ein Schuhwerk haben, das Schweißfüße verhindert. Nicht so einfach, ich weiß. In warmen Ländern ist das leichter zu machen als in kalten Umgebungen, dass man einfach Schuhe hat, die Zehen im Grunde freilassen, Sandalen oder so, Flipflops, oder aber zumindest Schuhe, die gut atmungsaktiv sind und nicht zu eng sind, weil dieses enge Pressen ist ein Problem. Überhaupt die Beschädigung an den Nägeln, bevor er den Nagelpilz hatte, können die Ursache gewesen sein, dass er da überhaupt sich verbreiten oder ausbreiten konnte. Eine Beschädigung durch Stöße an den Schuhen, weil sie zu eng sind, oder durch Sport, Laufsport etc., da kann das herkommen. Wanderungen zum Beispiel, da kann das herkommen. Dann ist wichtig, dass ihr eine entsprechende Fuß- und Schuhhygiene habt. Das heißt, die Schuhe am besten immer mit ein bisschen Alkohol aussprühen. Socken, wenn ihr sie gewaschen habt, trotzdem vor dem Anziehen ein bisschen Alkohol drauf. Die Füße selber nicht entfetten, sondern immer schön schauen, dass sie gefettet sind. Entfettete Nägel neigen eher dazu, dass der Pilz sich dort verbreiten kann. Immer trocken haben, waschen, aber immer wieder gut trocknen. Auch zwischen den Zehen abtrocknen, gegebenenfalls mit einem Föhn arbeiten, sodass dass die Feuchtigkeit wirklich weg ist und ihr nur ganz furztrocken in eine trockene Socke steigt und dann in den trockenen Schuh. Ihr solltet regelmäßig die Schuhe wechseln, kauft euch mehrere Schuhe, sodass ihr nicht das eine Paar Schuhe, das ihr habt, von montags bis freitags auf der Arbeit immer zu anhabt, sondern dass ihr möglichst immer wechseln könnt, damit der Schuh trocknen kann. Auch ein wichtiger Punkt. Es gibt übrigens so Schuhtrockengeräte, kann man sich für ein paar Euro besorgen, ist nicht teuer. Dann kann man die Schuhe draufstellen, dann werden die von innen wie geföhnt. Also das ist auch eine Option. Dann ist ganz entscheidend, dass ihr eine große, große Hygiene habt, wenn ihr arbeitet am Nagel, also wenn ihr schleift etc., dass der Schleifstaub nicht irgendwo rumliegt, dass ihr möglichst mit Handschuhen arbeitet, dass ihr danach alles sauber macht, dass ihr nicht im Haus, solange ihr den Pilz habt, barfuß rumlauft,
beißt sich ein bisschen mit der Luft an die Nägel, aber da, ihr verteilt halt diese Sporen ansonsten und könnt euch dann selber wieder anstecken an diesen Sporen. Das heißt, man versucht da das Ansteckungsrisiko so gut es geht zu reduzieren. Das sind mal die ganzen Alltagsregeln, die so ein bisschen zu beachten sind. Eine Sache, die noch wichtig ist, was ganz entscheidend ist, Nagelpilz und überhaupt Pilzentwicklung im Körper basiert immer auf einem Stoffwechsel, der das auch zulässt. Und das sind vor allen Dingen Toxine, die wir im Körper haben können, die sich dann entgiften über die Hände und Füße. Hände und Füße haben eine viel höhere Giftkonzentration als zum Beispiel der Körper und die Organe, weil der Körper das einfach die Gifte dahin schiebt, wo sie ihm am wenigsten schaden. Das ist so dieses periphere Gewebe draußen an der Hand und draußen an den Füßen. Das heißt, ihr sammelt dort Giftstoffe und je besser ihr entgiftet seid, umso weniger Gift kommt in die Füße. Also Entgiftung spielt eine Rolle. Dann die Ernährung spielt eine Riesenrolle, dass euer gesamtes Mikrobiom im ganzen Körper eher ein Anti-Pilz-Mikrobiom ist und nicht Pro-Pilz. Und wir haben festgestellt, die pflanzenbasierte Ernährung, milchfrei, am besten glutenfrei, scheint die beste Ernährung zu sein, um Pilze in den Griff zu kriegen. Und es gibt noch viele, viele mehr Sachen. Ja, es muss ein guter Mineralstoffhaushalt da sein, es muss vernünftiges Vitamin D da sein, B12 muss ausreichend da sein. Also es gibt schon noch viele Sachen, die hier zu beachten sind. Aber das ist mal das Ganze kurz und knapp zusammengefasst. Es gibt also Hoffnung, wenn nicht zu viel befallen ist schon. Wenn viel befallen ist, hat man wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, außer sich damit anzufreunden und sich nicht dafür zu schämen. Es betrifft sehr viele Menschen. Wer kann und sich das traut, ja, als Frau sowieso, aber auch als Mann, kann die Füße einfach lackieren. Wenn ihr viel außen seid, im Schwimmbad oder so, macht halt einen männlichen Nagellack drauf, irgendwas mattgrünes oder so, dann ist es auch okay, wenn ihr euch schämt für einen gelben Nagel. Also auch sowas kann man machen. Okay, in dem Sinne, holt euch unser Skript und wenn ihr Fragen habt, stellt eure Fragen. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr uns auf Instagram folgt und besucht, uns über die Schulter schaut. Liebe Grüße, ciao, der Matthias.